Nach einem Militärputsch ist der Luftraum von Niger gesperrt. Wenige Wochen später kommt es zu einer erneuten militärischen Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan, was auch den Luftraum über diesem Gebiet erstmal unbrauchbar macht. Das bedeutet, dass all die Flugzeuge, die sonst immer munter drüber geflogen sind, nun um diese Länder herumfliegen müssen. Was solche Luftraumsperrungen für Folgen haben können, klären wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. In Europa haben wir einen sehr, sehr großen Vorteil. Und zwar profitieren wir hier größtenteils von einem sogenannten Free Route Airspace. Das heißt ganz simpel, wenn man von einem Punkt A zu einem Punkt B fliegen möchte, dann kann man das ganz einfach tun, ohne viel links und rechts und ohne viel Schnickschnack. Das macht den Luftraum über Europa, obwohl dieser so unfassbar voll ist, in dieser Hinsicht zum am wenigsten komplexen Luftraum der Welt. Mithilfe des Free Route Airspace Konzepts sind an manchen Tagen direkte Flugrouten von mehr als 500 nautischen Meilen, also fast 1000 Kilometern, einfach geradeaus über Europa, über mehrere Ländergrenzen hinweg möglich. In anderen Teilen der Welt ist das etwas anders. Als Beispiel die Route nach Kapstadt. Kapstadt war und ist eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen. Lufthansa, Swiss, Condor, Edelweiss, all die fliegen aus dem deutschsprachigen Raum mehrfach die Woche oder teilweise sogar täglich von ihrer jeweiligen Homebase nach Kapstadt. Und die Route ist auf den ersten Blick denkbar einfach. 11 Stunden einfach geradeaus in Richtung Süden. Im Detail wird die Reise dahin aber nicht nur aufgrund der spärlich gesäten möglichen Ausweichflughäfen entlang der Route ziemlich komplex. Als Beispiel die VHF-Abdeckung, also die normale Sprechfunkabdeckung, ist in manchen Regionen über Afrika eher so mittelmäßig. Tripoli, Tripoli, LTU 674. Die Besatzungen informieren sich dann gegenseitig in regelmäßigen Abständen auf einer bestimmten Frequenz über die eigene Position. Das nennt sich In-Flight Broadcast Procedure. Dazu gibt es ein weiteres Verfahren namens SLOP, Strategic Lateral Offset Procedure, bei dem man bis zu 2 Meilen rechts der eigentlichen Route fliegt, das aber auch nur in bestimmten Lufträumen über Afrika und in Absprache mit den anderen Maschinen entlang der Route. So wird nämlich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass sich Flugzeuge entgegenkommen, die sich eigentlich nicht entgegenkommen sollten. Unterm Strich ein deutlich komplexerer Luftraum als der über Europa, auch weil einige Lufträume gar nicht erst durchflogen werden dürfen. Zum Beispiel der über Libyen ist für europäische Airlines komplett dicht. Grund ist die politische Situation am Boden. Ähnlich ist es auch mit dem Luftraum über Sudan und plötzlich kam jetzt eben auch noch der über Niger dazu. Ende Juli gab es in Niger einen Militärputsch und dieser verlief erfolgreich. Das bedeutet, dass die bis dahin aktive Regierung faktisch abgesetzt wurde und in Form einer Militärdiktatur durch eine neue Regierung mit einem neuen selbsternannten Staatsoberhaupt ersetzt wurde. Für uns ist an der Stelle jetzt eigentlich nur noch wichtig zu wissen, dass durch diesen erfolgreich verlaufenden Militärputsch in Westafrika ein hochkomplexer multinationaler Konflikt entsteht. Und über hochkomplexe multinationale Konflikte fliegt man ungern drüber. Stand jetzt können wir also schon mal festhalten, dass die Entwicklungen, die da gerade zu beobachten sind, die Art und Weise, wie Langstreckenflüge in bestimmte Regionen der Welt geplant und durchgeführt werden, nachhaltig verändern werden. Wieder ein Thema, bei dem ich sehr gespannt bin, wie es die großen Luftfahrtmagazine mit guten Recherchen in den nächsten Wochen und Monaten aufarbeiten werden. So wie es zuletzt beispielsweise mit der Problematik der Finnair war, die seit dem Ukraine-Krieg ihren Langstreckenflugplan zu einem großen Teil tatsächlich über den Haufen werfen musste. Meine Zeitschriften lese ich übrigens alle mit Readly. Ihr kennt die App mittlerweile, ich durfte sie euch schon ein paar Mal vorstellen und ich habe Readly schätzen gelernt als beste und sinnvollste Möglichkeit, alle aktuellen Magazine und Zeitschriften immer mit dabei zu haben. Readly hat mich sofort damit abgeholt, dass die eine ganz eigene Kategorie nur für Luftfahrt und Transport haben, das heißt, perfekt für uns. Alle wichtigen Luftfahrtmagazine findet ihr auf jeden Fall bei Readly. Heißt, ihr habt immer die neueste Ausgabe der Aero, der Flugrevue, des Fliegermagazins und auch von ein paar anderen Luftfahrtzeitschriften mit dabei. Ihr könnt die Zeitschriften herunterladen, könnt es auch so einrichten, dass eure Lieblingszeitschriften immer automatisch heruntergeladen werden. Das heißt, ihr habt die dann immer offline auf jeden Fall mit dabei. Ihr könnt Artikel markieren, sodass ihr interessante Themen immer direkt wiederfindet und könnt Push-Benachrichtigungen einrichten, damit ihr immer sofort mitbekommt, wenn euer Lieblingsmagazin neu veröffentlicht wurde. Ihr habt aber natürlich nicht nur Zugriff darauf, sondern euch stehen noch über 6000 weitere nationale und internationale Titel aus verschiedensten Kategorien zur Verfügung, sodass Readly auch wirklich dazu einlädt, einfach mal ein paar Zeitschriften durchzustöbern, die eventuell für euch interessant sein könnten. Und dann noch ein Punkt, der mir ganz besonders gut gefallen hat, und zwar kann ich auf meinem Readly-Account verschiedene Profile anlegen. Das heißt, ich habe ein Profil, wo meine Lieblingszeitschriften drin sind und meine Mutti hat auch ein Profil auf meinem Readly-Account, wo ihre Lieblingszeitschriften drin sind. Wir kommen uns dabei nicht in die Quere, sie hat ganz andere Lieblingszeitschriften als ich. Heißt unterm Strich, Readly ist ziemlich genial, ein sehr faires Angebot und deswegen empfehle ich euch die App auch immer wieder sehr, sehr gerne. Über den ersten Link in der Video Beschreibung readly.com/aeronews bekommt ihr den ersten Monat bei Readly für 99 Cent. Das Ganze ist jederzeit kündbar. Ihr könnt somit die App einmal in vollem Umfang einfach für euch austesten
Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Was bedeutet so eine Situation jetzt also fliegerisch für die Leute, die im Cockpit sitzen, gerade in dem Moment, in dem eine solche Luftraumsperrung ausgesprochen wird? Und naja, also selbst wenn man sich ganz knapp vor diesem betroffenen Luftraum befindet, in diesen darf man dann tatsächlich einfach nicht mehr einfliegen. Und das bekommt man dann über einen Steuerkurs oder eine neue Freigabe zu einem bestimmten Punkt abseits der Route mitgeteilt. Und da ein Routing um Niger herum eine komplett neue Flugführung bedeutet, muss nun die Verkehrszentrale der jeweiligen Airline reagieren. Denn selbst wenn die Flugsicherung absolut perfekt mitspielen würde und das Flugzeug einfach wie bei einer Umleitung um das Land herumführen würde und dann wieder auf die ursprüngliche Flugroute bringen würde, dann hätte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein ziemlich großes Problem an der Backe, und zwar würde der Treibstoff einfach nicht mehr bis zum Zielflughafen reichen. Und wenn man das Problem nicht hat, dann muss man zumindest auf die Flugdienstzeit der Besatzung schauen, ob die denn überhaupt reicht, um das Land herum und dann trotzdem noch zum Zielflughafen zu fliegen. Das Problem mit dem Treibstoff steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste, denn wir tanken Flugzeuge nie einfach so ganz voll. Nicht nur, um sinnvollerweise Geld und Ressourcen zu sparen, sondern allein schon deswegen, weil mit einem voll betankten und voll beladenen Flugzeug auch die Performance der Maschine, vor allem beim Start und dem Steigflug, unnötig eingeschränkt wäre. Die Treibstoffberechnung setzt sich für einen normalen Flug so zusammen. Auf die Treibstoffmenge, die wir brauchen, um vom Start zum Zielflughafen zu fliegen, kommt noch die Treibstoffmenge für den Weg vom Ziel zum Ausweichflughafen obendrauf. Und darauf kommt dann nochmal eine Reserve, bestehend aus dem sogenannten Contingency Fuel, der mindestens 5, auf der Langstrecke eher 20 Minuten zusätzliche Flugzeit abdeckt für unvorgesehene Kleinigkeiten. Und die Final Reserve für 30 weitere Flugminuten am Zielort. Darauf packen die Piloten je nach Bedarf noch weiteren Treibstoff obendrauf, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter vorhergesagt ist oder ein Ausweichen im Reiseflug wahrscheinlich ist. Denn das sorgt dann ganz einfach für einen Mehrverbrauch. Für eine plötzliche Luftraumschließung tankt man aber ganz sicher nicht. Das bedeutet, mit dem Treibstoff, der dann im Moment der Umleitung noch übrig ist, das, was da noch im Flugzeug ist, damit kann die Verkehrszentrale der Airline dann arbeiten und die Cockpitbesatzung bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen, denn die hat jetzt eigentlich erstmal nur noch die Aufgabe, den Flug so zu Ende zu führen, dass die Final Reserve, also diese restlichen 30 Minuten, die dann ganz am Ende noch im Tank bleiben, dass die in jedem Fall unangetastet bleiben. Bis dahin steht jetzt aber erstmal eine zeitunkritische Problemlösung bevor. Zeitunkritisch bedeutet in dem Fall, wir haben schon oft über diese Begrifflichkeiten gesprochen, dass wir die wirklich beste Lösung für alle Beteiligten suchen. Und dabei kann die Verkehrszentrale mit einem neuen Flugplan, mit einer neuen Flugroute, gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen sogar mit einem neuen Flugplan ohne einen Ausweichflughafen unterstützen. Und dafür drei Beispiele. Ocean 139er blieb auf dem Flug von Windhoek nach Frankfurt auch an diesem etwas besonderen Tag etwa 10 Stunden in der Luft. Wie sonst auch. In dieser Zeit kam man jedoch nur bis Mallorca, denn man musste ja einmal um den Niger drumherum fliegen. Dort hat die Airline eine Station, könnte für die Passagiere Weiterflüge organisieren und so weiter. So wie es aussieht, braucht es die aber nicht mal, denn die Maschine tankt ganz einfach nach und fliegt nicht mal eine Stunde später weiter nach Frankfurt. Warum ist das möglich? Weil die auf diesem Flug drei Piloten an Bord haben, die sich vernünftig ausruhen können. Das heißt, die maximale Flugdienstzeit ist hier schon mal nicht das Problem. Man muss einfach nur wieder ausreichend Treibstoff in den Flieger bekommen und dann geht es weiter nach Frankfurt. Bei Lufthansa 577 sah das an diesem Tag nochmal etwas anders aus. Und zwar blieb die Maschine fast eine Stunde länger in der Luft als sonst. Es war also für diesen Flug anscheinend ausreichend Treibstoff an Bord. Mit diesem ließ sich vielleicht durch etwas langsameres Fliegen noch ein bisschen Reichweite rausholen. Drei Piloten im Cockpit ermöglichten auch hier eine ausreichend lange maximale Flugdienstzeit. Das heißt, die Maschine konnte tatsächlich ihren Flug nach Frankfurt fortsetzen. Was Glück für die Passagiere war. British Airways 56, das ist der Flug von Johannesburg nach London mit dem A380, der flog eigentlich bis zur Luftraumgrenze, drehte dann allerdings um und flog wieder zurück nach Johannesburg. Das sieht auf den ersten Blick ziemlich albern aus, kann sich für die Airline hier aber als sinnvollste Möglichkeit herausgestellt haben, um die Passagiere schnellstmöglich über Ersatzverbindungen an ihr Ziel bringen zu können. Eine ganz ähnliche Sache konnte man übrigens vor wenigen Tagen bei Lufthansa beobachten, die den Luftraum über Aserbaidschan und Armenien sofort sperrte für ihre eigenen Maschinen und diese dann auch direkt zurückorderte. Als Fazit kann man also schon mal sagen, die Fluggesellschaften sind definitiv fit darin, solche Probleme schnell zu bewerten, schnell einen Krisenstab aufzubauen und dann auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Auch wenn das im Sinne der Sicherheit dann manchmal bedeutet und auch wenn es auf Flightradar albern aussieht,
dass man ganz einfach umkehrt und zum Startflughafen zurückfliegt. Es zeigt aber eben auch, wie fragil dieses Konstrukt der Langstreckenflüge über zahlreiche Ländergrenzen hinweg manchmal sein kann. Ein Flug von Europa nach Afrika bleibt einfach hochkomplex und die Lage erfordert eine immer wieder neue Bewertung. Überflüge über Niger sind übrigens mittlerweile wieder möglich. Der Luftraum ist wieder für zivile Maschinen geöffnet und Lufthansa hat ihre Bewertung angepasst und schickt die Maschinen jetzt wieder quer durchs Land. Tja, in diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Sehr spannende Situation, die man da auf Flightradar natürlich auch fantastisch beobachten kann. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.